Ja, aber das hat doch noch ganz gut geklappt, ne? Also. Auch wenn die ordentlich unterwegs waren, konnten wir die wegknüppeln. Ja. Happy days, all thanks to you. So, ein Riemen, ne, wobei, die zwei Riemen kann ich gleich einfügen. Happy days, all thanks to you. Und da. Essen Hammer auch. Ein paar Büchlein. Okay, da wird geerntet. So. Post. Oh, nimm den Hanf. Das ist doch schön. Boah, das ist super. Eine Sache, die wir dringend brauchen gerade. Okay. Hast du Weizen auch bevorzugt? Ja, Weizen und Hanf auf die 1. Okay. Okay, ich überlege gerade, es wäre ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, wenn ich mal ein paar Felle wieder besorge. Kommt drauf an, was für welche, aber ja. Wildschweine zum Beispiel. Okay, die waren denn, haben wir keine, ja. Mhm. Ist so ein Banditenlager? Ja, wir haben jetzt wieder 14 mal Flachs. Das ist doch was. Hanf, meinst du? Richtig. Richtig, sehr gut. Richtig. Baumstämme warten auf Abholung 2. Sind das die da vorne? Da nehmen wir nochmal einen. Ich brauche 5 Baumstämme. 5 Stück, bitte. 5 Stück. Was haben wir denn hier? Okay, das ist Flachs, Flachs, Flachs. Das sammeln die jetzt alles schön ein. Kann man euch sonst bei der... Neuer Zimmermannshammer. Ah. Und schon mal, nochmal 14 mal Hanf. Sehr, sehr gut. Ich kauf mal kurz die Felle sogar. Brauchst du noch andere Felle? Weil dieses Lager sehr weit im Osten ist ein perfektes Felllager. Also ne, zum Einkaufen von Fellen. Ich würde sagen, alles außer diese Kaninchenfelle, da haben wir, von denen haben wir genug, aber sonst würde ich die anderen mal holen. Okay. Weil die brauchen wir immer wieder für eine Quest. Yeah. Wo ist jetzt der zweite Baumstamm hin? Naja, okay. Dann guck ich mal. Also Wolfsfelle und Eberfelle oder was das auch mal war. Ja. Eine Hirschfelle habe ich hier. Ah, Wolf und Kaninchen ist dasselbe. Hirsch, ja, genau, ist was anderes, genau. Und Eber ist auch was anderes. Ja, wenn ich richtig bin. Kosten halt relativ viel. Nee. Vielleicht gucke ich mal, dass ich irgendwas erlege. Ich suche natürlich so ein bisschen mal ein, zwei Orte, wo man gut jagen kann, aber... Aber find mal sowas im Wald. Also ja, vor allem jetzt ist es auch noch dunkel. Ja. Schwierig. Es wird immer schwieriger, hör mal. Hä? Ja. Yeah. Baumstämme. Achso, Baumstämme haben euch gefehlt. Naja, ich hol grad noch welche. Okay. Hm.
Drei Stück brauchen wir noch für unsere Schlammgrube. Okay. Weil wir brauchen Lehm. Ich komme auch mit einem zurück. Weil nicht, dass du da alle selbst abholzen musst. Zwei habe ich mir schon von unseren Freunden hier genommen. Ja, sehr gut. So muss das. Ja, ich komme mal nach Hause. Es ist ein bisschen dunkel. Bisschen, ja. Das ist nicht so schön. Sieht ganz cool aus, das Lager jetzt so im Dunkeln. Haben sie das irgendwie ein bisschen verbessert? Bestimmt, das kann sein, ja. Aber Carmen. Oh, sieht schön aus. Ich habe ein... Achso. Wo ist die Slumgrube? Da hinten. Da. Da hast du einen Bombstamm. So. Ja, würdest du bitte den Baumstamm hinzufügen? Danke. Dann halt nicht. Wie sieht's aus mit dem Bauen? Da bin ich gerade dabei. Mhm. So. Sehr schön. Lehm und Torf. Torf kann zu Dünger verarbeitet werden. Okay, einfaches Baumaterial, das viel stärker ist als Holz, wird für höhere Konstruktion verwendet, verstreut um guten Boden herum. Ach, ja, ich mach einfach mal. Lehm auffüllen. Wie Nico? Viele? Ja. Du willst gar nicht wissen, wie viele. Ja, wie viel Weizen wir jetzt bekommen. Ja, ist doch wunderbar. Wir brauchen voll viel Stroh. Mhm. Ja. Nee, das ist nicht das. Ja, nun. Wir haben, glaube ich, 20 Mal Weizen auf dem Feld. Geil. Ich hoffe ja, dass dann, wenn wir diese Dorfhalle haben, dass dann sowas wie eine Windmühle oder so kommt. Stimmt. Übrigens, ich bin ein bisschen geneigt, ein zweites Feld zu bauen. Okay. Weil das, ich meine, die bewirten das einmal und dann ist eine lange Zeit Pause. Ich glaube, jetzt geht es schon voran. Das letzte Mal hat es halt nur ewig gedauert, weil wir einfach kein Wasser hatten. Aber jetzt haben wir ja 5, 6 Wasserbehälter gebaut. Okay, gut. Dann probieren wir es mal aus. Das letzte Mal hing es die ganze Zeit, weil bei vollen vielen dran stand, Wasser wird benötigt. Und im Wassersammler waren halt so 2, 3 bis zum nächsten Regen. Ja gut, das ist ein Problem. Dann haben die 2, 3 gemacht und dann, ja, war wieder fertig. Dann hoffen wir das Beste, dass wir jetzt und so, ne? Aber jetzt haben wir ja, schau mal, in dem einen Wassersammler sind 17, in dem anderen 7 und wir haben da ja noch 4, 5 rumstehen. Okay. Also ja, ich glaube, dass wir die Wassersammler gebaut haben, das macht jetzt, würde ich sagen, sehr viel aus. Okay. Dann würde ich sagen, dann warten wir einfach ab. Wo kann man denn... Wir können doch auch irgendwo Lehm holen, oder? Ja. Wenn du quasi in meine Blickrichtung gehst. Aha. Da kommt irgendwo Lehm. Und dazu braucht man... Eine Schaufel. Ja, wir haben keine mehr. Nee. Schaufel, Kupferbarren und 8 Holz. Ja. Haben wir im Kupferbarren. Müsstest du gucken, das könnte sein. 5 Stück. Und 8 Holz. Perfekt. Na, dann gehe ich ein bisschen Lehm schon mal holen. Ich gucke gerade, haben wir einen richtigen Jäger? Ich glaube nicht. Mhm. Gibt's denn überhaupt schon? Ich gucke gerade. Ich dachte, es gibt bisher nur diesen Fallensammler oder wie auch immer er heißt. Ja, genau, den gibt's nur und dann. Den Trebor. Den Trebor. Nicht Trebor, sondern Trebor. Eine Hütte, eine Herberge.
Können wir dann kurz pennen, damit ich Leben holen kann? Ich will im Dunkeln jetzt irgendwie nicht los. Ja, kein Problem. Nee, das kommt nach dem Werkzeugmacher. Ah, der Werkzeugmacher ist doch der, wo die Riemen macht, oder? Genau. Ja, der wird auch gut. Boah, ich freue mich so auf den. Den brauchen wir dringend. Sobald das Weizen fertig ist und wir hoffentlich dann genug Stroh haben. Weil du brauchst ja echt, ich glaube, 10 Stroh, um einen herzustellen. Boah. Um dieses Baustroh herzustellen. Ja. Ah, verstärkter Hemd ist da. Ja, da braucht man echt viel für. Das hat ja noch nicht mal ich an, das verstärkte Hemd. Ja, da. Das ist das Neue. Ich muss mal gucken, was es braucht. Genau, verstärkte Hemd. 2 Federn? Wir haben noch nicht eine Feder. Federn? Das beschlagene. Okay. Das beschlagene Hemd braucht meines Wissens nach schwerere Sachen als der Rest. Naja. Nun. Ich überlege, ob ich ihn den einfachen Gambeson machen lasse. Oder die Wanderhose. Na komm, wir sollen mal die Wanderhose machen. Ich will ein bisschen gerade Ausrüstung ne, und so, damit wir ein bisschen mehr überleben können. Ah ja, klingt gut. Ich würde gerne reisen, aber ich kann noch nicht reisen. Ach, ich liebe es. Sag mal, backen die da? Ne, jetzt geht's. So, hier muss irgendwo Lehm kommen. Okay, ich will. Hier, du bist Lehm, oder? Ja. Huch! Ich werde angegriffen. Von? Ein paar Bandidos. Okay. Einfach so. Überraschung. Oh Gott, und ich habe schlecht gegessen noch. Ich habe nichts dabei, so eine Scheiße. Ja, das macht schon einiges aus. Hm. Okay, sie rennen weg. Okay, ich fand es ein Erz. Okay, ciao. Ja gut, die sind weggerannt zum Glück, aber das war jetzt knapp. Weil ich habe dann so geguckt und gedacht, okay, komm, jetzt rennen und dann kriegen wir das hin. Und auf einmal standen die Hayos vor mir. Und ich komme wahrscheinlich da hinten aus dem Banditenlager. Die Babsäcke. Guck mich mal. Ah. Oha. Guter Treffer, ha? Huh? Ah, der Drecksack. Hab ihn erledigt, aber jetzt hat der Drecksack mich auch mal getroffen. Jetzt zieht euch. Oh, da kommen aber ziemlich viele. Ich wollte doch nur ein paar Sachen haben. Oh nein. Was denn? Ich sehe gerade, dass wir viel verdorbenes Essen haben. Oh, verdunk. Ja. Das wäre nice. Verdunk ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns gerade. Vielleicht geht auch alles ein bisschen schneller dann. Ich weiß nicht, ob es halt
hilft, dass es schneller fertig wird oder dass halt mehr am Ende rauskommt, aber das irgendwie wird es schon helfen. Irgendwas wird es sein. Oh oh. Verpissio. Dünger. Wir stellen das erste Mal Dünger her. Nice. Ich habe einen Windschorn erledigt. Ich habe das erste Mal ein Wildschwein erledigt. Sauber. Tschüss. Oh Mann. es ist so bekloppt. Ah, da unten ist noch einer. Oh, und der backt noch so schön. Hi, Süßer. Was ist jetzt mit dem Weizen? Ist jetzt mal fertig. Alla. Also, ich habe noch ein Wildschwein erledigt. Wo? Oh, der Weizen dauert noch. Ach, da sind die Überreste. Im Wasser sieht man die Tiere nicht, okay. Okay. Hier laufen viele böse Leute rum. Die mich nicht mögen werden, wenn sie mich sehen. Das Problem ist, ich habe keine Ausdauer. Ich glaube, ich komme mal heim. Es. Ah, ich habe den Hirsch nicht töten können. Schade. Den Hirsch. Jürisch. Oh, wir brauchen noch eine Spitzhacke. Noch eine? Ja, ich gucke gerade den Waffenständer im Bergbaulager, die ist fast kaputt. Ja. Oh, geschafft. Okay. Haben wir denn da noch eine drin? Nope. Brauchen wir übrigens Silf? Schilfrohr. Okay. Einen Augenblick. Ich nehme mal einfach mit. 8 Stück haben wir. Ah, komm. Ich stehe hier gerade rum. Einfache Spitzhacke. Oh, die Spitzhacke braucht einen Riemen. Mhm. Das ist ja kacke. Ja, ich bringe gleich einen Riemen erstmal mit, aber... Wir haben keine Riemen. Mhm. Deswegen wollte ich auch ein bisschen jagen gehen, aber... Also auch Menschen jagen gehen. Wie sich das anhört, Alter. Ich bin so ein Sklavenhändler. Ja, Mann, ich gehe mal kurz Menschen jagen. So, da bin ich. Ey, na, ihr, na? Oh, wir brauchen ziemlich viele Riemen für das dumme Ding da. Sammellager, Schlangenlager. Das ist voll. Ich glaube, soweit haben wir jetzt alles gebaut, oder? Ich glaube ja. Das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist Tatsache die blöde... das blöde Weizen. Aber es ja, ich helfe hier schon. Ich glaube, die zwei da vorne brauchen gar nicht mehr so lang. Ich bin hier auch schon mit am Helfen, mit Diäten und so. Sehr gut. Dünger braucht auch noch ein bisschen. Ja, den habe ich ja gerade erst angeworfen. Angeworfen. Ich musste mal dringend. Kartoffel. Kartoffel. Okay. Eine Kartoffel, eine Rübe, eine davon. Und nimm ich das noch mit.
Geh mal gucken, ob ich noch ein paar Menschen erjagen kann. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen was zusammengekratzt, ne? Ich höre Elke. Oder Alex hat noch gemeint, wir brauchen einen zweiten Bauernhof. Also ich fände das eigentlich ist ganz duftig. Echt groß, gell? Oh ja. Ich glaube, den baue ich dann außerhalb. Tatsächlich. Oh. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe einen Wolf erlätscht. Was wir machen, Wolfi? Ein anderes Objekt blockiert die Platzierung des Gegenstands.